Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Angezockt. Und zwar Harry Potter Quidditch Champion. Kam raus vor 3 Tagen am 3.9. Gibt's aktuell PS Plus umsonst. Also schaut bei der Blazy vorbei. Da kommt der Bibi rein mit 17 Monaten. Dankeschön. Vielen, vielen Dank, Bibi. Und wir legen los, Leute. Wir gucken jetzt mal rein in die Kampagne. Ja, denn es gibt mehr Spieler, aber das ist so... Naja. Und deswegen machen wir mal der Hogwarts Quidditch-Pokal. Wir spielen natürlich für Slytherin, ist ja ganz klar. Und wir spielen auf normal. Los geht's, Pokal starten. In Hogwarts kann man dem eigenen Haus fast nirgendwo so viel Ehre machen wie im Quidditch-Team. Kannst du gegen Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw und Slytherin bestehen und dir den Hauspokal im Quidditch holen? Natürlich können wir das. Sorry, Slytherins. Diesmal überlassen wir euch nicht so einfach das Feld. Ah. Ich bin Lee Jon, Winter. Euer Lieblingskommentator. Die erbitterte Rivalität zwischen Gryffindor und Slytherin ist heute spürbar. Slytherins Stolz steht auf dem Spiel. Sehen wir heute mal eine faire Partie? Wohl kaum. Madame Hooch lässt den Quaffel frei und das Spiel beginnt. Das Spiel beginnt, aber bevor das Spiel beginnt, ganz kurze Einführung. Es gibt auf dem Spielfeld 4 Positionen. Es gibt den Jäger, der ist dafür zuständig, sich den Ball hin und her zu passen und in die Ringe zu schmeißen, gibt 10 Punkte. Dann gibt's den Treiber, der vermöbelt quasi alle Gegner auf dem Spielfeld. Der hat außerdem noch einen Ball, womit er die anderen Gegner abschießen kann. Und er hat auch einen Baseballschläger in der Hand und kann die vom Besen hauen. So. Dann gibt's den Sucher, der sucht natürlich den Schnatz. Da muss man hinter so einen goldenen Ring, durch goldene Ringe durch, hinterm Schnatz hinterher. Und irgendwann nach, keine Ahnung, 50 Ringen hat man dann den Schnatz. Gibt 30 Punkte. Und dann hat man noch den Hüter, das ist, wie der Name schon sagt, der Torhüter. Und der muss das Tor beschützen. Ich persönlich spiele am liebsten den Jäger, weil, weiß ich nicht, Leute da runter boxen vom Dingsbums ist ein bisschen nervig. Torhüter ist okay. Und Sucher ist irgendwie am langweiligsten, finde ich. Also den Schnatz die ganze Zeit da hin und her tüdeln. Deswegen spielen wir jetzt auch erstmal nur den Jäger. So. Jetzt müssen wir natürlich hinterher, Leute. Der Geh schon hat den Ball. Man kann auch die Figur wechseln. Aber der hat daneben geschmissen. So, und dann kann man sich den Ball auch zupassen lassen. So. Ausweichen kann man. Wo sind denn meine Mitspieler? Ey. Mit dem Ball zurück. Schön nach vorne spielen. Aber der geht am Ziel vorbei. So. Ja, immer schön nach vorne spielen. Wenn man Solo spielt, kann man natürlich auch die Gegner, die Dings wechseln. Slytherin holt sich den Quaffel. So, komm, das wird ein Punkt. Ey! Ich wollte gerade schmeißen. Okay, müssen wir uns wiederholen. Fantastischer Pass. Oh, der passt. Shit. Gryffindor, und das ist ein Tor. Wir liegen zurück. Oh mein Gott. Na gut, Knut. Können wir denn gerade irgendwas anderes auswählen? Hüter. Ne, wir bleiben bei Jäger. So, wir haben den Pass. Wir passen. So. Aber wie kann ich den denn eigentlich zum Mitspieler passen? Irgendwie kriege ich das noch nicht geschissen. Ah, haben wir uns wieder geholt. Und das wird ein Tor. Bam. Oh. Torhüter hat gehalten. Junge! Slytherin holt sich den Quaffel! Er wird den Schnatz zuerst finden! Und da ist der Wurf! Hoppa! Sehr gut! Das mit dem Passen, muss ihn angucken, aber ich kann nicht einfach rüberpassen. Ich muss ihn immer angucken. Das ist ja nervig. Okay, ich zeige euch jetzt mal das mit dem Schnatz. Dann habt ihr das auch mal gesehen. Weil der Dings ist ja gerade da, hieß es. So, dann hast du da die goldenen Ringe und musst da durchtüdeln. Das Tor bringt
übernimmt die Führung. Und sobald der gelbe Tüdel unter dem Schnatz voll ist, kannst du ihn dann fangen halt. Oh, ich hätte ausweichen können. Wo ist ausweichen? Links? Hier kommt der Wurm! Der Hüter hält den Korpel auf! Slytherin, Bill! Gryffindor, hey! Dann habt ihr mal alle Positionen gesehen. Machen wir alle mal durch, bis angezockt. Wird gepasst. Slytherin holt sich den Quaffel. Na komm. Gib mir die 30 Punkte. Gryffindor holt sich den Quaffel. Der Quaffel ist im Spiel. Fantastischer Pass. So. Wo ist er hin? Oh oh, der andere Sucher ist dran. Das Tor bringt die Führung. Da ist das Ding. Schöne Parade. Ich hab den Schnatz gefangen. So, jetzt spielen wir. Jetzt kann ich euch noch Dings zeigen. Den Treiber. Da kannst du jetzt quasi mit dem blauen Ball. Darf ich zeige euch das? Jetzt habe ich den blauen Ball. Und jetzt kann ich Gegner abschießen. Die werden dann betäubt. Beziehungsweise verlieren Leben. Und der da zum Beispiel. Jetzt habe ich den einen betäubt. Und wenn ich den jetzt nochmal treffe. Okay, einmal müssen wir noch treffen. Dann sind die erstmal raus aus dem Spiel tatsächlich. Für ein paar Sekunden. Au! Ist denn jetzt hier mal angefrackt da? Kriegen natürlich die Energie wieder zurück manchmal. Wenn sie eine Weile rumfliegen. So, man kann aber auch tackeln. Man hat ja diesen Schläger in der Hand, damit kann man auch tackeln. Aber ich finde, das ist halt die blödeste Spielerposition irgendwie. Muss halt nur auf Gegner gehen. Ist halt so ein bisschen, naja. Bam. Direkt ins Gesicht. Und nochmal, komm. Komplett verprügelt. Komm nochmal. Bam. Das wird morgen noch. Angelina, guck mal. Angie runtergetackelt. So, wir wechseln aber wieder die Position. Jetzt könnten wir noch Hüter machen. Da musst du, siehst du ja die Tore, die Kreise. Da können wir dann halten. Das schmiert gerade eine ab. So, mal gucken, wir können ja mal einen halten. Wenn wir dann einen halten. Ja, immer schön nach vorne spielen. Gryffindor wirft. Ein Spieler ist am Boden. Hier kommt der Wurm. Oh, Hüter finde ich ja ganz schrecklich. Und da ist der Bund drin. Ja, habe ich leider nicht gehalten. Oh, es tut mir natürlich überhaupt nicht leid. Wir spielen wieder Jäger. Der Schnatz wurde gefangen. Oha. Hat sie gefangen. Und daneben. Wo ist er? Heute hat Slytherin vielleicht gegen Gryffindor gewonnen. Aber nächstes Mal haben sie nicht so viel Glück. Das war's von mir, Lee Jordan, eurem Kommentator. Ich verabschiede mich nach einem weiteren unglaublichen Quidditch-Spiel.
Ach, man kann den Schuss aufladen, okay. So, jetzt habt ihr mal gesehen, so irgendwie alle Positionen. Also wie gesagt, man hat 4 Positionen, die man spielen kann. Ich finde Jäger am besten. Ich hatte aber gerade mal ein Online-Spiel gemacht und wenn du Probleme, also wenn du ein schlechtes Match erwischt, dann hast du jemanden, der nur noch Solo-Play macht. Der holt sich dann den Ball und dann macht er die ganze Zeit eine Solo-Show. Das ist halt sehr langweilig. Ist schon cooler, wenn man das vielleicht im Team spielt. Oder wenigstens Leute hat, die auch mal passen. Eure Gerissenheit ist beeindruckend, Slytherin, aber heute lernt ihr, wie stark Außenseiter auftrumpfen können. Ha, das Rabenklo, guck mal. Ich bin Legion. Welches Team seid ihr, Leute? Schreibt's mal in die Kommentare und in den Chat. Slytherin will heute seinen Vorsprung gegen Ravenclaw ausbauen. Aber wenn einer Mannschaft ein Comeback zuzutrauen ist, dann Ravenclaw. So, Leute. Jäger rasen dem Quaffel nach. Wer kriegt ihn zuerst in die Finger? Slytherin, oh, gehalten. Schöne Parade. Not bad. Slytherin holt sich den Crumble-Doppel. Slytherin holt sich den Crumble-Doppel. Da ist das Ding. So. Schön weggetackelt. Waggetackelt. Direkt durchgeflogen. Aua! Gryffindor, Hufflepuff? Wie kann man denn Hufflepuff haben? Oh, ich hab mir schön geholt. Oh, hat er gehalten. Achso, man kann ja aufladen, hast du gesagt. Hier kommt der Wurf. Schöne Parade. Daneben. Jetzt war ich verwirrt. Und da ist der Tor. Anschlusstreffer. Ball anfordern. Dann kriege ich den Ball. Ein Spieler ist am Boden. Wollten eigentlich passen, aber naja. Und da ist der und drin. Da ist das schön. Über die Außen. Ja, es macht schon Spaß, das Spiel, aber ich glaube, man muss erstmal reinkommen. Daneben. Ding am Ring vorbei. Ja, immer schön nach vorne spielen. Hier kommt der Wurf. Hat er. Eine Parade. An diesem Hüter ist kein Vorbeikommen. Warum haben die denn schon wieder? Das ist eine knappe Kiste. Bleibt in der Schnatz. Müssen mal 30 Punkte holen. Warum passt denn der nicht? Das ist so kurz davor, gefangen zu werden. Ja, immer schön nach vorne spielen. Hälfte ist rum. Wer wird heute siegen? Aber die Animation ist ganz cool. Was hat er denn jetzt weggepasst? Slytherin, er fliegt durch den Ring. Das Hammer. Boing. Ich schaff's nie auszuweichen.
Er war zu weit weg. Ah, das war daneben. Aber ein netter Versuch. Schnatz gefangen. Schnatz wurde gefangen. Was? Ein Pass zum Teamkollegen? Wird das Tor den Gleichstand bringen? Komm nicht hinterher. Was? Daneben. Ravenclaw wirft. Ausgleich. Wo ist denn der Schnatz? Ist der denn da? Aber der ist da. Na komm, der macht am meisten Punkte. Daneben, na toll. Man muss doch erstmal wieder reinkommen. Euer Ehrgeiz schützt euch nicht vor Platschern. Komm, den Schnatz kriegen wir. Der Sucher ist auch am Start. War jetzt schon blau, oder? Da ist der Quaffelpass. Bam. Noch 30 Sekunden. Da ist das Ding. Sehr schön. Ah, okay. Das mit dem Dings habe ich nicht gesehen. Treffer, unter dem Ergebnis das mit dem Schnatz, ja. Da ist der Punkt, das ist ein Tor! Ich finde, es hat ein bisschen was von Rocket League. Bloß halt in ein bisschen anders. Ja, immer schön nach vorne spielen. Ravenclaw hatte einige kreative Spielzüge. Wir haben gewonnen! Aber am Ende gewinnt Slytherin. Herzhaften Applaus für den wahren Gewinner, mich, euren charmanten Ansager. Der mit aber ist das jetzt, das ist die Story, der Kampagnenmodus, in dem man ein Turnier spielt, oder was? Einfach ein Offline-Turnier. Ein Offline-Turnier ist quasi der Story-Modus. Ich habe gedacht, da kommt so ein bisschen Geschichte noch. Einfach nur von Match zu Match. Naja, ihr habt mal einen Einblick erhalten ins Spiel, was gerade ziemlich laut ist. Schreibt gerne mal in die Kommentare, welches Haus ihr seid und wie ihr das Spiel findet. Ich finde, es macht Spaß, aber man muss erstmal reinkommen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Däumchen nicht vergessen und wenn ihr neu auf dem YouTube-Kanal seid, dann lasst gerne mal ein Abo da. In diesem Sinne, macht's gut auf YouTube. Tschüss.